schon live, cool. Ja, hallo. Ich überlege gerade, also ich habe jetzt die ganzen Stichworte natürlich noch von dem Vortrag im Kopf und jetzt muss man irgendwie zu den eigenen Slides finden und den Themen, das ist irgendwie so eine kleine Brücke, die ich jetzt schlagen muss. Ich versuche es einfach mal. Ich glaube, der erste Anker ist so der lange Titel, den sehen Sie hier auch. Also den habe ich mal als Vorgabe einfach genommen. Ich habe kurz überlegt, ob ich daraus irgend so was Knackiges mache wie HR gegen IT, 5:1 oder sowas. So zeitgemäß, aber dachte ich, der Witz ist auch am Samstag vorbei, also machen wir es lieber hier so auf die Art und Weise. Ich habe mir natürlich jetzt irgendwas rausgepickt, also ich bin so ein bisschen auch jetzt kreativ damit umgegangen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, auf die komme ich dann am Ende so, des Zeitslots nochmal zu sprechen. Ich werde jetzt weniger über die lernende Organisation sprechen, als über das Thema Lernen. Und wenn ich über IT spreche, dann auch IT so aus dem Blickwinkel von Lernen und den Brüchen und den Fragen, die uns in den letzten 20, 25 Jahren begegnet sind. Und weniger über IT als Bereich, als Organisationseinheit. Also das so ein bisschen als Klammer. Und da habe ich einfach mal so ein paar Impulse mitgebracht. Und vielleicht schaffen wir es ja mit dem Internet, das schon ein paar Mal angesprochen wurde und das ja, glaube ich, auch hier im Hintergrund aktiv ist oder schon im Raum oder mit Ihnen hier auch, da so ein bisschen die Brücke zu schlagen dann zu dem Thema lernende Organisation und zu den Stichworten, die in dem Zusammenhang hier auch schon mehrmals gefallen sind. Ich springe einfach mal rein mit dem Stichwort Entwicklungspfade, gerade bei dem Thema IT, Lernen, Online-Lernen haben wir mittlerweile auch schon eine längere Geschichte. Herr Jäger hat es auch schon angesprochen, Business TV, Bildplatten, also wir haben da Dinge, die sind schon mittlerweile Vergangenheit. Wir haben mittlerweile schon die ersten kleinen Versuche einer Geschichtsschreibung, Artikel, die versuchen so den letzten 20, 25 Jahren noch irgendwie so einen roten Faden einzuhauchen mit kleinen Buzzwords und Dingen, die wie Second Life schon wieder der Vergangenheit angehören. Ich denke, die meisten von Ihnen, von euch, werden die Dinge wiedererkennen. Ich mache zum Teil mit Studierenden diese Übung, also wenn Sie das hier erkennen können, diese kleine Aufzählung mit den einzelnen Ereignissen, die hat so eine kleine Chronologie von oben nach unten. Mit Studierenden, dann lasse ich oft die ganzen Jahreszahlen weg und bitte die dann einfach das mal zu ordnen. Und dann kommen so ganz kreative Ideen raus. Also zum Teil sind ja auch einige der Begriffe hier so ein bisschen flexibel, also fast zeitlos, aber einige Navigator, also wer kennt schon so einen Browser noch, ne, wenn er heute 18 oder 20 ist. Ja, Sie zählen jetzt nicht dazu. Ja, genau. Also okay, also das ist so eine Geschichte, mit der wir mittlerweile umgehen. Wir haben natürlich auch, es gibt noch komplexere Versuche dieser Geschichtsschreibung und also wenn Sie Josh Bersin noch nicht kennen, dann vielleicht so als Bookmark oder als Autor einfach mal irgendwo mitnehmen. Wenn sich irgendeiner mit dem Thema HR, IT beschäftigt, dann ist es der Kollege, amerikanischer Unternehmensberater, mittlerweile so unter dem Dach von Deloitte irgendwo eingemeindet und der versorgt die Welt eigentlich mehrmals im Jahr mit solchen Schaubildern, die höchst attraktiv sind und Sie sehen auch dieses Selbstbewusste, wir sind hier rechts außen und dann schaue ich immer ganz neugierig da drauf und so eine Mischung aus ehrfurchtsvoll und denke ich, oh, was hat der Kerl für eine Chuzpe, da einfach mal zu sagen, hier 25 Jahre haben sich in diesen Begriffen abgespielt und ich denke, wenn Sie im Alltag mal oder in Ihren Alltag reinhorchen, wenn Sie alle merken, dass Sie natürlich irgendwo hier sind und mal da und ich bin ganz oft noch hier auch. Und der schreibt schon da hinten, wir haben Talentmanagement hinter uns gelassen und 70-20-10 ist so bei 2010 schon ausgelaufen. Wir haben die Experience, die angesprochen wurde, die ist aber auch schon wieder überholt von Learning in Flow of Work. Jetzt werde ich gebeten, mich ein bisschen näher hier. Oh, super, danke. Also ich versuche das immer hier zu zeigen, ne, so um die Ecke. Also ein ganz spannende Schaubilder, er ist Berater und die Artikel sind natürlich jedes Jahr überschrieben mit der neuen Revolution und Dinge, die wieder ganz anders werden und IT muss sich umstellen, umkrempeln und überhaupt, das wiederholt sich so ein bisschen, aber es ist schon ganz spannend, wie man versucht auch so ein bisschen da Struktur und einen roten Faden reinzubringen. Ich zögere bei dem roten Faden so ein bisschen, weil Sie merken natürlich, Learning in Flow of Work haben wir vor 10 Jahren auch schon mal gehört, vor 5 Jahren auch schon mal. Also zum Teil wechseln so ein bisschen die Begriffe und Etiketten, aber zum Teil gibt es dann auch, wenn man so von E-Learning in Richtung Talentmanagement geht, wirklich Dinge, die auch hierzulande schon nachzuvollziehen sind. Also ganz spannende Versuche, denke ich so aus der Beratersicht, dieser Schnittstelle von HR, Learning und IT
so ein bisschen Struktur und Systematik einzuhauchen. Das drängt oft andere Entwicklungen, die wir in den letzten 20, 25 Jahren hatten, auch im Lernen, auch in der lernenden Organisation hatten, so ein bisschen in den Hintergrund. Ich habe nur einen Punkt hier mal genannt, die kompetenzorientierte Wende. Also dieser Übergang von Qualifikationen in Richtung Kompetenzen, der natürlich auch seit Ende der 90er so eine ganz eigene große Geschichte hat, reingedrungen ist auch bis in die Schulen und Hochschulen, die alle zum Teil darunter leiden, unter dem Punkt, dass jetzt alles unter Kompetenzorientierung sich irgendwie einfinden muss. Aber auch das ist natürlich eine Entwicklung und dann irgendwann versucht man auch diese beiden Geschichten wieder zusammenzufügen und spricht dann von Kompetenzentwicklung im Netz und versucht einfach diese Perspektive abzurunden. Also auch das gibt es mittlerweile, wenn wir diese 20, 25 Jahre einfach mal zurückblicken. Ich habe Ihnen dann mal so einige Stichworte mitgebracht. Jetzt komme ich so ein bisschen zu den... Ist das wirklich so schlimm, wenn ich hier schon... Bin ich schon draußen hier oder was? Okay. Die so ein bisschen das nochmal strukturieren und so einige, wie ich eben sagte, auch Bruchstellen mitbringen. Ich fange mal mit einer an, weil das ist immer noch ein bisschen mein Alltag. Wir haben gerade gesehen, das geht recht schon weiter in Learning in the Flow of Work, aber wir haben ganz am Anfang noch E-Learning stehen und an vielen Stellen ist es für viele Unternehmen immer noch so, die sind heute noch dabei, dort einzutreten, sich das erste Learning Management System anzuschaffen. Auf der anderen Seite, es steht heute halt nicht mehr für Innovation, sondern das sind eher Unternehmen, die so eine Entwicklung nachholen, die noch etwas mitnehmen. Und was vor 20 Jahren wirklich noch so eine Frage war, sind wir jetzt innovativ als Unternehmen in der Weiterbildung? Ich denke, das ist heute bei dem Stichwort nicht mehr der Fall. Wir haben eher mit Problemen zu kämpfen, die hier rechts angedeutet sind in klein. Also ganz viel E-Learning wird heute assoziiert mit Compliance-Training, mit Produktschulungen. Bei vielen Mitarbeiter, mit denen man spricht, die rollen eher mit den Augen, wenn sie vom Thema E-Learning hören, weil sie verbinden das halt mit den regulatorisch gesetzlich geforderten Kursen. Also da ist ganz viel verbrannt worden. Ich versuche das, ich denke wie viele von Ihnen auch, das Stichwort eher zu umgehen, also von allem Möglichen zu sprechen, aber nicht von E-Learning. Manchmal muss man es noch, um so einen gemeinsamen Nenner zu haben. Aber da ist sicher so ein Zug, der ist weitergefahren, genauso wie man nicht mehr versucht von vielleicht digitaler Bildung zu sprechen, sondern eher von Bildung in einer digitalen Welt, um das Ganze so ein bisschen breiter zu spannen und um auch anschlussfähig zu sein an Unternehmensstrategien, so in Richtung Digitalisierung gehen oder digitale Transformation. Also da so ein Punkt. Ein anderes Thema an der Schnittstelle Technologie und Lernen und Weiterbildung, und das werden Sie vielleicht auch beobachtet haben, ist so die fortwährende Suche nach einer Lösung, einer Schnittstelle, einer Plattform, die alles irgendwie zusammenbringt, einheitlichen Prozessen. Das erinnert manchmal so ein bisschen wie nach der Suche nach dem Heiligen Gral. Man möchte da hinkommen, weiß aber, dass die Welt immer weitergeht, dass immer wieder neue Plattformen kommen, dass die Großen vieles zusammenführen und dann entstehen an den Rändern wieder die kleinen Start-ups, die mit neuen Ideen, mit neuen Apps kommen und wieder läuft man so ein bisschen der Vereinheitlichung hinterher. Bilder, mit denen wir heute zu tun haben, die ähneln eher dem, was da links ist, also vielleicht noch ein Learning Management System irgendwo als Hub, als Zentrale, aber dann ganz viele Systeme drumherum, die heute einfach ganz selbstverständlich zu dem gehören, was mit Lernen zu tun hat, mit Kompetenzentwicklung zu tun hat. Und die Frage, ob man sich überhaupt noch irgendwie auf diese eine Plattform konzentriert, ich würde sie jetzt eher mit einem Fragezeichen versehen und würde sagen, das ist so ein bisschen die Realität. Die wird auch unsere Realität bleiben. Wir werden mit Schnittstellen zu tun haben. Wir werden eher, wir haben es vorhin auch gehört, mit der Anforderung von Mitarbeiterseite, wenn ich an irgendeiner Stelle bin, in einem Workflow, in einem digitalen Workflow, wie auch immer, möchte ich gerne ein Feld haben, einen Punkt, wo ich etwas eingeben kann. Und dann bekomme ich die eben angesprochenen Assets und mir ist eigentlich vollkommen egal, aus welcher Ecke die kommen im Hintergrund. Also da sehe ich dann IT auch wieder als Dienstleister, der mir dieses Bild ermöglicht, der mir sagt, ich möchte irgendwo Informationen haben. Wenn die auf einer Videoplattform abgelegt werden müssen, weil es Videos sind, dann ist das so. Aber dann möchte ich trotzdem in dem Moment, in dem Kontext, in dem ich gerne gerade bin als Mitarbeiter oder Lerner, auf diese Informationen zugreifen können und mich nicht auf einer anderen Plattform anmelden müssen. Und dann haben wir natürlich noch die Welt draußen, die kommt so ein bisschen da rein, die ist da rechts angedeutet. Die macht jetzt, was Schnittstellen angeht, die Geschichte nicht einfacher, aber gehört heute auch dazu. Sprich die Kurse, die außerhalb des Unternehmens liegen und die Ressourcen, die ich dort nutzen möchte.
Nochmal der besagte Josh Burson, der auch das wieder anfängt, in sehr tolle Bilder zu übersetzen. Also man kann da sehr kreativ werden, wenn wir gerade mal diese letzte Stufe nehmen. Sie sehen da oben Microlearning Platforms, das ist so ein bisschen das aktuelle Stichwort, mit dem er gerade auch mit Blick auf kontextbezogene Informationen durch die Lande zieht. Wir haben die Experience Platforms, also er versucht gerade das Bild, was ich hier so ein bisschen überschaubar und vielleicht so etwas statisch gemalt habe, nochmal zu übersetzen, wie es aktuell aussieht. Wir haben hier VR drin, wir haben Content-Platt, wir haben dieses alte LMS noch da unten, Learning Record Stores rechts, um die vielen Informationen, die ich vielleicht links und rechts im Internet einsammle oder die Kurse, die ich dort bearbeite oder die Assets, die dort sind, auch nochmal in so ein Bild zu kriegen. Aber es zeigt schon, wir werden diese Bilder nach wie vor haben. Also wir wollen sie gar nicht haben als HR, als Weiterbildung, aber im Hintergrund wird es die geben. Es wird nie die eine Plattform geben, würde ich behaupten, aber es wird natürlich das Bemühen geben, es für den Lerner verschwinden zu lassen und für den Mitarbeiter. Ja, hier nochmal so ein kleiner Hinweis auch darauf, auf diese Suche nach den Portals, den Einstiegspunkten für das Lernen, war vor ein paar Jahren mal ein größeres Thema, ist momentan, ich weiß gar nicht, vielleicht ein Akt der Verzweiflung, dass es so ein bisschen kleiner geschrieben wird oder man hat schon so ein bisschen aufgegeben. Aber das Thema, also, wie sieht die Lernlandschaft für den Lerner aus? Also ist es überhaupt eine Landschaft? Nein, es soll ein Einstiegspunkt sein und dahinter dann das, was ich gerade aufgezeigt habe. Müssen wir jetzt erste Hilfe leisten? Oder? Okay. Wir haben das Stichwort Gamification, nein, noch nicht. Auch selbstorganisiertes Lernen, auch das ist so eine Entwicklung, die mit Technologie und Weiterbildung unmittelbar verbunden ist. Ich habe so gleich in die Unterzeile drunter geschrieben, was auch da die Herausforderung ist, mit der wir seit vielen Jahren zu tun haben. Wir haben immer mehr Möglichkeiten für Mitarbeiter selbst zu lernen, also sprich Zeit und Ort des Lernens zu bestimmen. Ich lasse jetzt mal die Inhalte noch außen vor. Aber wir haben Mitarbeiter, die damit natürlich erstmal, ich will nicht sagen überfordert sind, aber mit einem Fragezeichen da stehen. Schön, dass ich das alles tun kann, aber ich will es gar nicht. Ich bin noch in meinen alten Routinen, dass ich einmal ein Mitarbeitergespräch habe und mir dort lieber erzählen lasse oder abstimme mit der Führungskraft, was gelernt werden soll. Und die Tatsache, dass es da jetzt so riesige Bibliotheken gibt, mich eher überfordern. Diese Bilder finden wir an verschiedenen Stellen, wenn wir über Lernen reden, auch wieder. Die begegnen uns auch im Internet. Also wer so ein bisschen verfolgt hat, diese großen Online-Kurse, diese MOOCs, die es im Netz gibt, das Dauerthema von Dropout-Rates, also wir haben tausende von Anmeldungen und am letzten Tag sind dann vielleicht noch 10%, 5% dabei. Was heißt das? Unmotivierte Lerner oder schlechtes Kursdesign habe ich mal so als zwei Antwortoptionen dazu genommen. Nein, die Antworten sind natürlich vielfältiger, aber sie zeigen so ein bisschen, in welche Richtung oder welche Herausforderung eigentlich kommt, wenn wir mit diesen neuen Lernmöglichkeiten zu tun haben, mit diesen Lernangeboten. Es ist übrigens dieser Kollege dort, der gerade anfängt, hier parallel Gamification zu betreiben. Also das so als ein Bild, das dahinter steckt. Wir haben auch Antwortversuche, die so ein bisschen zeigen, wo es hingeht. Ich habe nur mal die beiden Stichworte Selbstbestimmungstheorie und Ermöglichungsdidaktik hier mitgebracht. Das Ideal ist natürlich der intrinsisch motivierte Mitarbeiter, der eigentlich keine Hilfen braucht, dem man Lernumgebungen baut, die alle Möglichkeiten ihm zur Verfügung stellen, der Zugriff auf Bibliotheken hat, online und offline, und der dann nach eigener Entscheidung, Problemlage, Hintergrund, Kontext, nächstes Level, Karrierepfade entscheidet, wie und wo er gerne lernen möchte. Das ist so, denke ich, eine sehr schöne Hilfe, um auch, Stichwort Motivation, Motivationsdesign, sich ein bisschen zu orientieren und zu schauen, dass man nicht da kreuz und quer so ein bisschen den selbstorganisierten Lerner mit allen möglichen Hilfen wieder als Bild konterkariert. Spätestens bei der Frage der Autonomie kommt man natürlich auch an Grenzen. Also sprich, wenn wir davon ausgehen, dass wir heute noch nicht den intrinsisch motivierten Lerner oder den selbstorganisierten Lerner haben, dann müssen wir ihn irgendwo auf einem Weg begleiten. Ich formuliere es mal vorsichtig. Dann haben wir hier natürlich immer so einen kleinen Widerspruch. Um ihn zur Autonomie zu bringen, muss ich ihn eigentlich führen, aber ich will es nicht, weil ich konterkariere so ein bisschen dieses Bild des intrinsisch Motivierten.
Ermöglichungsdidaktik ist ein anderes Bild, das auch nochmal deutlich macht, dass wir auch mit den steigenden Möglichkeiten des Lernens, auch den Bildern, die dahinter sich verändern, natürlich auch sich die Rolle des Personalentwicklers, des Weiterbildners, des Lernexperten sich verändert, dass er weiter zurückgeht in die Rolle des Begleiters, Coaches wird. Also diese Bilder kennen wir, die haben wir schon länger da. Und sie sich auch immer wieder reiben an der Tatsache, dass wir in der Wirklichkeit oft noch so ein Stück davon entfernt sind, dass Lernende noch nicht so selbstständig sind, wie wir es gerne hätten. Und dass wir da so irgendwie die Brücke schlagen müssen zwischen den technischen Möglichkeiten, die es gibt, und den kleinen Bruchstellen und Schwierigkeiten, und die es dann in der Praxis noch zu bewältigen gilt. Also das so als ein weiteres Bild. Wir haben gerade heute, wenn wir von Lernen reden, von Weiterbildung reden, natürlich auch immer wieder IT, das uns die Bilder liefert, wo das Lernen hingehen könnte, was attraktive Modelle sind. Jetzt komme ich auch zu den Medienunternehmen, die da ein gern gesuchter Stichwortgeber sind. Also erstmal noch vielleicht hier das Bild, das sehr aktuell ist. Also eine Siri oder Alexa, die irgendwo im Raum steht. Und wir sind sehr nah dran, uns solche Bilder zumindest mal vorzustellen. Genau, Dankeschön. Ich denke, das ist nicht mehr so weit in die Zukunft gedacht, oder die Grenzen sind eher technologische Grenzen, die Ideen sind da, die Möglichkeiten sind da. Wer vielleicht auf Google Duplex gehört hat, also vor ein paar Wochen auf der Google-Konferenz, wo man Google hat, eine Restaurantbestellung aufzugeben, also wo Google, das muss ich richtig formulieren, einen Tisch reserviert hat, also telefoniert hat mit einem Restaurantbesitzer, das war sehr schön, mit eingebauten Äs und so kleinen Dingen, die man eigentlich mit Personen, mit menschlicher Sprache verbindet. Also sehr nah dran an diesen Bildern. Wir haben erste Angebote, die auch in diese Richtung gehen, die also in Richtung Avatare gehen, Chatbots gehen. Also die versuchen, diese Bilder auch zu übersetzen in Lernangebote. Die gehen jetzt vielleicht didaktisch gesehen noch nicht in Richtung neue Konzepte, eher so in Richtung Effizienz, Skalierung, also sprich, ich ersetze den menschlichen Tutor durch einen technischen, aber mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen, sind das sicher Dinge, die uns in naher Zukunft erwarten werden. Die Bilder, die ich vorhin angesprochen habe, gehen so in diese Richtung. Also da stecken eigentlich die Visionen oder wo man hin will. Auch Bilder, die sich immer wieder abwechseln. Also vor Jahren hat man vielleicht vor allen Dingen Google hervorgehoben im Sinne von, ich möchte, wenn ich Mitarbeiter bin, eine Zeile haben, ein Feld, ein Textfeld haben, etwas eingeben können, und dann gibt es den Hinweis entweder aktuell auf Kontext oder langfristig, wenn ich etwas lernen soll, um das Problem grundlegend zu lösen, dann bitte so wie Google. Dann gab es das YouTube-Bild, ne, also im Sinne von kurze Lerneinheiten, Video, wir haben es von Herrn Jäger vorhin auch gehabt, also ein bisschen dieses videobasierte Lernen. Momentan streiten sich die beiden Bilder unten eigentlich. Netflix ist so ein Modell, das geht so in Richtung, wir haben vorhin gehört, SAP ist jetzt auch benutzerfreundlich oder will benutzerfreundlicher werden. Da lehnt man sich dann vielleicht so an Netflix und Channel an und verspricht sich dort so ein Lernen, das mit Entertainment verbunden ist, mit einem Kanal verbunden ist, vor dem ich dann entspannt mich zurücklehne. Oder so in Richtung Alexa, und das gibt dann personalisierte Angebote, also Dinge, die auf mich selbst zugeschnitten sind, meinen Kalender vielleicht auslesen, Dinge, die ich links und rechts getan habe. Alle diese Bilder, und das ist so aus meiner Sicht so der Haken bei vielen dieser Visionen, die an Medien angelehnt sind, kreisen so ein bisschen um Content. Also da geht das ganze Soziale, das gruppenbasierte Lernen oft so ein bisschen unter. Die sind sehr stark getrieben auf Lernen, und es ist Zugriff auf Inhalte. Und Sie merken ganz schnell, wenn Sie das einmal durchgehen, das fällt so ein bisschen runter. Das ist eigentlich eine Idee, die in so einem anderen Bild, ich habe es mal etwas eingefärbt und links an den Rand gepackt, mit Web 2.0 gab es natürlich auch so ein mächtiges Bild im Sinne von Lernen soll wie Web 2.0 sein. Ich habe es mal mit Personal Learning untertitelt, sprich, also wir sind so im Fahrersitz unseres Lernens. Wir nehmen uns jetzt die ganzen neuen Medien, es gibt User-Generated Content, war ja so ein Thema, ist heute immer noch eins, aber ein bisschen kleiner geschrieben. Also wir bauen uns unsere eigene Lernumgebung. Personal Learning Environments war ja so ein Stichwort. Das läuft so wie so als Geschichte nebenher immer noch, hat natürlich gegen die anderen Bilder ist sehr schwer, weil
Die sind ja auch so ein bisschen anbietergetrieben, Dinge, die man auch kommerziell umsetzt mit Startups. Hier geht es ja eher darum, digitale Kompetenzen auf Mitarbeiter- und Lernerseite zu entwickeln. Aber das Bild ist da, es ist da, solange es noch Web 2.0 gibt. Aber genauso wie Blogs und Wikis so ein bisschen im Hintergrund stehen, jetzt mit Blick auf soziale Netzwerke, Facebook und so etwas, ist das Bild halt auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Fünfter Punkt, also auch ein weiterer Punkt, der so ein bisschen das Lernen betrifft und auch die Veränderungen durch Technologien, ist so ein Bild oder ist eine Entwicklung, die ich mal auf diese drei kurzen Bilder gebracht habe. Wir haben auf der einen Seite Weiterbildung als Organisationseinheit, wir haben Akademien, also dafür steht jetzt mal hier Montabaur, aber rein exemplarisch, bitte nicht wörtlich nehmen. Wir haben die großen Online-Plattformen im Netz, Udemy ist auch nur ein Beispiel für die ganz, ganz vielen großen MOOC-Anbieter, für die Anbieter von Online-Kursen, von Video-Tutorials. Wir haben dann noch die Netzwerke, die Gruppen, die sich auf LinkedIn und Xing befinden. Und was vielleicht vor ein paar Jahren auch noch der Wunsch war von vielen Unternehmen oder von Einheiten auch, von Weiterbildungseinheiten in Unternehmen, sprich so ein One-Shop zu sein. Also wenn ihr ein Problem mit Lernen habt, dann kommt zu mir. Wir bieten die Kurse, wir bieten das eigene Online an. Denke ich, weicht immer mehr auf. Ich habe immer mehr Angebote im Netz, eigentlich immer mehr die Herausforderung, Brücken zu schlagen zu den Dingen, die draußen passieren und kreative neue Ideen, Konzepte zu entwickeln, die diese Lernangebote draußen aufnehmen. Und das könnte dann, das fand ich so eine ganz spannende Nachricht, ich denke Simon, du kennst das auch hier mit Audi, die einfach mal so einen Kurs draußen genommen haben, in dem Fall auf einer Plattform Udacity, kennt vielleicht der eine oder andere, und gesagt haben, wir bauen ein Weiterbildungsprogramm um dieses Angebot draußen. Also wir verbinden Dinge, die draußen sind, also Universitäten könnten auch viel mehr in diese Richtung tun. Sprich, der Online-Kurs kommt nicht mehr von der eigenen Hochschule, sondern von einer anderen, aber man bietet selbst noch den Ort an, um über diesen Kurs zu diskutieren, um über diese Lernerfahrungen zu diskutieren. Also man verbindet Lernangebote, die von anderen kommen, mit Konzepten, Ideen und neuen Formaten, die man selbst vielleicht noch vor Ort dann auch anbietet. Auch ein anderer Punkt, der greift so ein bisschen den ersten Punkt auf, Geschichte des E-Learnings, und ich habe es auch in zwei, drei anderen Bildern festgemacht, ist sehr lange oder bis heute eine Geschichte auch des Umgangs mit Inhalten, Content entwickeln, so wie unser Lernen immer noch sehr inhaltsgetrieben ist. Aber wir haben natürlich jetzt mehr und mehr Bilder, die auch in diese Richtung gehen, aus meiner Sicht auch die spannenderen Felder auch für Weiterbildung und Personalentwicklung. Also vielleicht sogar als These oder als Behauptung oder als Forderung, sich stärker abzugrenzen von den Pflichtschulungen, von den Unterweisungen, vielleicht sogar mit einem dicken Fragezeichen, müssen die überhaupt in der Weiterbildung liegen? Geht es da um Lernen? Und eher zu schauen, dass man in diese Entwicklung, in diese Geschichten, also in Richtung Organisationsentwicklung, Lernen der Organisation reinkommt. Und das sind so drei Bilder, die neben vielen anderen diese andere Sicht auf Lernen und Weiterbildung so ein bisschen unterstreichen. Also hier so MOOCs, die man auch in Unternehmen durchführt. Hier so ein kleines Beispiel von BASF, die unter dem Stichwort vernetztes Lernen mal ein Problem gelöst haben, Working Out Loud, als Methode, um so ein bisschen den Umgang mit Netzwerken auch zu fördern und nahezubringen. Jetzt komme ich eigentlich zu drei abschließenden Zusammenfassungen, die nochmal versuchen, so ein bisschen den Bogen zu schlagen, auch zu dem Rahmen, den Simon und Joachim am Anfang gesetzt haben, Lernen in der Organisation, IT und Weiterbildung. Ich denke, auch der ein oder andere wird ja auch diesen Artikel gelesen haben, den wir hier so ein bisschen als Rahmen hatten für die Veranstaltung. Ich denke, das sind ganz spannende Konzepte, gerade wenn man so ein bisschen das Thema auch strategisch angeht und überlegt, wohin kann es mit Weiterbildung, Personalentwicklung gehen, auch an der Schnittstelle Lernen und IT. Ich habe es für mich mal, und das können wir gerne auch noch mal im Anschluss diskutieren, so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Der eine Punkt, und Corporate HR steht da auch oder ist / einfach Corporate Weiterbildung, also das bitte flexibel lesen, ist für mich heute IT, ist für mich, also ich denke, wir sind heute an dem Punkt, wo
wir nicht mehr von diesem Gegensatzpaar analog, digital und etwas muss ich mit dem anderen in irgendeiner Form verbinden oder anfreunden. HR ist heute IT, Weiterbildung ist heute IT. Also wir reden über Weiterbildung in einer digitalen Welt und die ist für mich ohne IT in welcher Form auch immer gar nicht denkbar. Da geht es eher um neue Konzepte und um Ausprägungen, um wirklich die Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir da heute haben, aber nicht mehr um die Frage, wie sich analog und digital vertragen. Also das vorneweg. Und dann gibt es sicher neuere Spielfelder und wir haben die anfangs auch so ein bisschen aufgezählt, wo ich denke, da geht es um die Frage, wo packe ich die hin in die Organisation? Wer ist der Treiber? Wer spielt da mit? Ich sehe übrigens beim ersten Punkt auch jetzt IT als Bereich, als Abteilung eher in einer unterstützenden Funktion. Also da ist auch ganz klar dann HR oder Weiterbildung so ein bisschen im Fahrersitz. Und es geht um Bilder, Konzepte, die dort entwickelt werden und die dann dort auf der anderen Seite unterstützt werden. Und hier gibt es dann neue Themen, die durch die Digitalisierung, durch strategische Konzepte der digitalen Transformation entstehen, die erstmal keinen Ort haben, wo ich sagen kann, okay, der ist ja quasi durch Rollen, Definition oder Aufgabenbeschreibung zuständig dafür. Und da ist HR aus meiner Sicht auch Weiterbildung viel zu defensiv. Da gibt es neue Themen, New Work, wir haben die Enterprise Social Networks, wir haben Themen wie digitale Kompetenzen, wo man eigentlich viel offensiver als HR und auch als Weiterbildung, Personalentwicklung reingehen könnte oder reingehen sollte. Weil sonst fährt da einfach ein Zug und man schaut dann irgendwann hinterher und stellt fest, okay, ich muss jetzt mit dem leben, was da ist oder da passiert etwas und ich selbst bin, sowohl was die eigenen Kompetenzen angeht, als auch was entsprechende Konzepte angeht, weit hinterher. Ich habe das Ganze auch noch mal kurz dann gedanklich für mich übertragen, um diese Verbindung auch zur lernenden Organisation herzustellen. Ich denke, es ist ein sehr spannendes Konzept. Ich habe so zwei Anmerkungen und die rufe ich einfach mal kurz herein. Beim Lesen, ich habe mich immer wieder gefragt, ob das Bild der Organisation so noch stimmt, ob wir nicht eigentlich viel stärker auch in Richtung Netzwerke, in Richtung Partnerschaften, in Richtung, also Sie alle, wenn Sie in Unternehmen sitzen, wissen, dass Sie heute ja mit Freelancern, in Wertschöpfungsketten denken, dass viele Ihrer Kollegen links und rechts nicht festangestellt sind. Also die Frage, wie stimmig ist so dieses Bild der Organisation, das dahinter steht eigentlich noch? Und der andere Punkt ist, und da wird die Formulierung, die ist dort ein Versuch und vielleicht noch nicht das letzte Wort, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, bei dem Begriff lernende Organisation habe ich immer so ein kleines Zucken. Wir haben es eben gehört, Unternehmen werden schlauer. Und dann überlege ich immer, Organisationen haben vielleicht, das Ziel ist ja erstmal Gewinnorientierung und nicht lernende Organisation werden. Also lernende Organisation ist eigentlich Mittel zum Zweck und ich überlege dann manchmal, ob wir nicht sowas wie ein Korrektiv brauchen, im Sinne von, brauchen wir nicht nochmal von außen, also den Blick von außen auf ein Unternehmen, auf eine lernende Organisation, um zu schauen, funktioniert das Ganze mit Blick auf Zielen, die wir vielleicht, ich könnte jetzt Nachhaltigkeit sagen, ich könnte jetzt Steuergerechtigkeit sagen, also die irgendwo außen angesiedelt sind, um nicht in Gefahr zu laufen, dass ich irgendwann mal bottom-up die ganzen Tools aufzähle und die ganzen Benchmarks gucke, sage, das ist eine lernende Organisation, aber sie ist mit ganz anderen Nachrichten in den Wirtschaftsteilen der Zeitung. Sie ist vielleicht schlauer geworden, aber mit ganz anderen Prämissen, weil der Rahmen ist immer noch Gewinnorientierung und nicht lernende Organisation im Sinne von schlauer, besser, kompetenter oder besser zu sein. Und da überlege ich manchmal, ob es nicht noch von außen etwas braucht, wenn es etwas ganz Schlichtes ist wie Employer Branding, im Sinne von, wie nimmt eigentlich gerade die Gesellschaft die Organisation wahr oder das Unternehmen wahr, oder ob es noch etwas ganz anderes ist. Also kommen wir bei dem Begriff umhin, auch diese ethische, moralische, wertende Kategorie irgendwie einzubinden, um nicht Gefahr zu laufen, einen Stempel draufzudrücken auf ein Unternehmen und wir merken irgendwie, es hakert, es ist nicht rund aus den genannten Gründen. So, das war genau das letzte Wort und jetzt stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Ich habe jetzt keine Zeit, Hinweise bekommen. Ich passe, okay. Nee. Gut. Noch 10 Minuten zur Diskussion. Erstmal ein bisschen Beifall. Danke.